Leute, wir haben es hier ein bisschen eilig und zwar, ihr seht, was hier gerade abgeht. Hier fahren schon die ersten Autos durch. Oh nein! Wir müssen hier... Oh mein Gott, Leute, Leute, ihr wisst gar nicht, was wir hier gerade machen. Und zwar, wir bauen jetzt unsere erste eigene Autowaschanlage. Und für jedes Auto, was wir ordentlich putzen und sauber machen, bekommen wir Geld. Und von diesem Geld können wir unsere komplette Auto... Wow! Ist der dreckig. Ist der dreckig, Bro. Der, wo ist der denn lang gefahren mit seinem super Ultra-Truck, Freunde? Und wir werden heute probieren, die heftigste Waschanlage überhaupt zu bauen. Das Problem ist natürlich, wir müssen erstmal ein bisschen Geld sammeln. Und wir haben hier schon 24 Dollar eingesammelt. Let's go. Also wir bekommen jetzt auch schon ein bisschen Geld hier für die Autos. Ihr seht aber nicht viel. Also es ist voll wenig, was wir bekommen, Leute. 17 Dollar. Hier bekommen wir 31 Dollar. Aber wir haben... Guck mal, die Autos werden auch gar nicht richtig sauber. Das ist echt ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Und wir werden, wie gesagt, das heute richtig auftunen. Hier bauen wir erstmal nochmal so... Wow! Oh mein Gott. Okay, das ist heftig, Leute. Jetzt haben wir schon so richtige Tunnel. Und ich habe noch nicht mal... Was ist das hier? Ey, man kann sogar neue Autos freischalten oder so, die kommen. Was geil ist das denn? Okay, es gibt hier sogar legendäre und geheime Autos, die sehr, sehr selten in die Waschanlage kommen können. Ich bin... Oh, das ist Eiswagen. Wie cool ist das denn? Okay. Und zusätzlich können wir noch eine Tankstelle aufbauen, glaube ich, um noch mehr Geld zu bekommen. Aber ich würde sagen, wir werden zum ersten hier erstmal so ein... Oh, ja. Oh, Leute, das ist schon ein bisschen cooler, muss ich sagen. Weil, oh, dein Auto waschen, okay. Ah, wir können sogar Werbung machen für die Autos. Wie nice ist das dann? Aber guck mal jetzt, die fahren hier schon durch, Leute. Jetzt wird es auf jeden Fall schon ein bisschen sauberer. Und das ist ein normales Auto. Also dafür bekommen wir keinen Bonus. Aber für die teuren Autos bekommen wir Bonus. Und hier gibt es sogar Goldpinsel. Warte mal, ich hole die mal. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen. 80 Robux. Leute, wir haben noch über 15.000 Robux drauf. Also wir können hier heute auf jeden Fall richtig krass die Waschanlage upgraden. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. So, wir haben jetzt erstmal hier ein bisschen was gemacht, was ganz gut ist. Aber wir müssen schnell uns weiter beeilen. Und zwar, wir müssen das Geld abholen. Und zusätzlich kam hier gerade noch ein neues Auto, glaube ich. Hier dieser Transporter kam gerade rein. Ist doch ganz nice. Gut. Was ist das denn hier überhaupt? Boost. Goldautos. Oh, wir können Werbung kaufen, Leute. Da kriegen wir goldene Autos. Guck mal, hier diese Werbung. Das sieht ja lustig aus. Hier stehen jetzt überall so eine Dinger rum. Ey! Wir haben nur 2,5 Sterne. Was ist das denn? Wir haben 3 Sterne. Let's go. Unsere Bewertung. Ich hätte mit meinen gebrauchten Was, Dr. Banani? Ich hätte mit meiner gebrauchten Zahnbürste besser arbeiten können. Ist der frech, Leute. Wir haben uns noch so viel Mühe gegeben. Ich nehme trotzdem das Geld. Ich dachte, ich würde mein Auto zur Wäsche bringen, aber es stellte sich heraus, dass es sich um eine Hochgeschwindigkeitsspülung handelt. Mann, oh, Leute, die Kunden sind gar nicht zufrieden mit unserer Waschanlage. Naja, egal. Wir werden unser Bestes geben, dass es natürlich besser wird und wir die Kunden komplett zufriedenstellen. Deswegen werde ich hier weiter die Spüler ausbauen, Leute. Wir haben jetzt hier schon, guck mal, wir haben, was wir jetzt hier schon für krasse Gerätschaften haben. Also langsam müsste das Auto auch richtig sauer werden. Und der bringt sogar schon 86 Dollar. Let's go. Hier kommt schon der nächste. Oh, das ist sogar ein episches Auto. Wow, was ist das für eine Karre, Leute? Ja, der wird aber auch noch nicht ganz sauber. Ich sage euch ehrlich, aber guck mal, der bringt schon 118 Dollar, was sehr, sehr nice ist. Ich glaube, ich bräuchte hier so einen Blocker, Leute. Ich sage euch ehrlich, ich glaube, dieser Blocker wäre ganz gut, dass die Autos nacheinander reinfahren. Das wäre doch deutlich besser, oder so fahren die ganze Zeit durch. Naja, wir werden auf jeden Fall herausfinden. Wir werden schnell mal hier hingehen. Zack, 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 Leute. Und dann werde ich mal hier so einen Blocker hinstellen. Ah, okay. Ich weiß zwar nicht, was diese Blocker bringen, aber ja, die sehen halt cool aus. Ah, warte mal. Kommt jetzt da so ein bisschen hier so Luft durch? Ja, ich glaube, jetzt wird hier bessere Belüftung gemacht. Ist ganz gut, aber... Nein, da fehlt uns noch ein bisschen Geld. Ich muss noch mal Geld abholen. Oh, 93. Aber ich merke schon, also die Kohle mit unserer Waschanlage kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also wir haben jetzt hier auch schon wieder 289 Dollar und sind jetzt fast auf 500 Dollar. Ey, guck mal, die Autos fahren hier wirklich halb gewaschen vom Hof runter. Ey, das ist, wir sind echt die größte Scam-Werkstatt überhaupt. Überleg mal, der Typ bezahlt für so ein dreckiges Auto bei uns 85 Dollar. Wir sind die größte Abzocker-Werkstatt, die es gibt, aber ist egal. Wir werden uns verbessern und irgendwann wird jeder mit uns zufrieden sein. Und jetzt macht das Auto hier schon, oh, 97 Dollar, ey, ganz geil eigentlich, dafür, dass es nur so ein normaler Truck ist.
Aber natürlich wird der auch noch nicht sauber. Ich muss mal hier im Shop gucken, Leute. Und zwar im Shop, würde ich mal sagen, werden wir uns doppelte Coins holen. Oh, oh. Doppeltes Geld für 500 Robux. Lalalala. Und das nehmen wir hier natürlich mit. Ja, guck mal hier. Und doppeltes Geld haben wir hier. Nee, hä? Ich weiß nicht, vielleicht war der doppeltes Geld, ich habe keine Ahnung. Wir können sogar unsere Farbe wählen und wir nehmen natürlich, Freunde, unsere schöne Farbe grün, weil wir auch Stunny Bunny, der grüne Hase, sind. Ganz einfache Geschichte. Dann gucke ich mal, was wir uns doch kaufen können. Und zwar, wir können uns, was ist das denn hier, VIP? Werbe mit dem riesigen Luftschiff für deine Autowäsche. Viel mehr Autos und Kunden werden dich besuchen. Boah, das hört sich gut an und kostet nur 350 Robux. Ich würde sagen, Leute, wir brauchen mehr Werbung für unsere Autowäsche. Wo ist das Luftschiff? Wo ist das Luftschiff, was ich gerade gekauft habe? Man sieht es gar nicht. Kommt alle zu Stunny Bunny in die Autowäsche. Ja, yeah, wir haben eine neue Bewertung. Ey, der gibt uns 3 Sterne. Es war arm. Bemerkte keinen großen Unterschied zu vorher und nach der Wäsche. Ey, was meckern die alle mit mir rum? Manno, ich baue jetzt hier weiter aus. Jetzt reicht's mir. Ich will hier eine schöne Autowäsche haben und nicht, dass die sich hier die ganze Zeit beschweren. Oh, das können wir gar nicht bauen, Leute. Du musst Level 3 sein, um den linken Oberpinsel zu machen. Ja, wie werde ich denn Level 3? Wir sind gerade mal Level 2. Dafür müssen wir erstmal noch ein bisschen mehr Geld einsammeln. Und wir haben hier 584 Dollar. Und das hat natürlich direkt auch nochmal dicke EP gegeben. Gut, wenn ich da nicht weiterbauen kann, Leute, dann bauen wir erstmal hier weiter. Und zwar, ich würde sagen, wir bauen das hier. Oh, oh, ein Edelstein. Let's go. Ist das nice, Leute. Wir haben jetzt hier unsere eigene Tankstelle, wo wir noch zusätzlich Geld verdienen können. Was glaube ich... Oh, Gottes Willen, Leute. Ist das, ich hoffe, der meckert nicht rum. Ich hoffe, der meckert nicht rum, Leute. Seine Karre sah einfach aus, als wäre die niemals in der Waschanlage gewesen. Ey, ich brauche mehr Erfahrungspunkte. Ich sage euch ehrlich, wir brauchen mehr Erfahrungspunkte. Deswegen hole ich mir... Verdoppelt die geheimen Car-Spawn-Rate und verdoppelt... Oh, Leute, das ist gut. Dadurch bekommen wir mehr Reviews und mit dem mehr Reviews können wir mehr Sachen für unsere Tankstelle holen. Also hole ich auch direkt nochmal doppeltes Glück. Und ich hole mir schnellere Autos, dass mehr Autos kommen. Erhalte die Geschwindigkeitsbegrenzung. Autos werden durch deine Autowäsche sausen. Okay, Leute, ich bin gespannt. Also die Autos sollen jetzt schneller durch meine Autowäsche fahren. Ja... Ja, okay. Nicht so schnell, bitte. Wir haben eine neue Bewertung. Die Wäsche war langsam und die Ergebnisse waren enttäuschend. Ich fühle mich ausgelaugt. Wieder eine schlechte Bewertung. Also wir hatten bisher noch keine positive Bewertung. Super. Aber ich kann... Oh, oh Leute. Jetzt kommen die dicken Upgrades. Wow. 314 Dollar. Was ist das denn? Let's go. Go, Leute. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Die legendär, das Burgermobil. Was ist das denn für eine krasse Karre, Leute? Ey, das ist das heftigste Auto, was jemals bei uns durchgefahren ist. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das gibt richtig Kohle. 600 Dollar. Guckt euch das an, wenn es jetzt durchfahren wird. Und 600 Dollar. Und wir haben 3 neue Bewertungen. Ich habe die Kichern bekommen, aber aus den falschen Gründen. Was? Ist das Paulbergerin Laura? Warum Paulbergerin Laura ist ein Hater geworden? Ich habe die Kichern. Was sind die Kichern? Das ist Brox. Die Wäsche war langsam und die Ergebnisse waren enttäuschend. Ey, Mann, ey. Aber mittlerweile wird es doch schon... Oh, wir haben 3,5 Sterne. Mein Auto sah aus wie ein heißes Durcheinander. Und sah aus wie etwas wenig heißes Durcheinander. Hä? Was schreibt der da, Leute? Der schreibt wirres Zeug. Ich sag euch doch ganz ehrlich. Der schreibt richtig wirres Zeug. Aber ist egal, wir werden weiter. Ich kann auch gar nicht upgraden. Mir fehlen Erfahrungspunkte. Egal. Erfahrungspunkte holen wir uns, indem wir hier weiter unsere Dings hier upgraden, Leute. Dass das auch ein bisschen besser aussieht. Muss auch sein. Hier ein bisschen außen. Zack, zack, zack. Und hier ist auch direkt wieder 1400 Dollar obendrauf. Wir haben jetzt auch schon hier unsere nächste Gaspumpe, die wir hier aktivieren. Okay, eine Reifenpumpe. Baue dein Café zwischen deiner Autowaschanlage und der Tankstelle. Was? Ich kann Burger in meiner Tankstelle bauen?
Wie nice ist das denn, Leute? Wir können jetzt hier einfach eine richtig dicke Burgermaschine noch einbauen. Und Licht brauchen wir natürlich auch. Zack, sehr gut. Und die Autos sausen hier durch. Guck mal, das ist sogar ein seltenes Auto. Und schaut mal, wie sauber das wird. Guck mal, wie dreckig das Auto jetzt gerade ist. Bam, bam, bam. Jetzt fährt es hier durch. Und jetzt fährt es gleich durch die großen Dinger. Und sauber. Zack. Also man kann auf jeden Fall schon die Autos jetzt besser erkennen. Und ich finde, die Bewertungen sollten jetzt definitiv besser werden. Und guck mal, wie geil das ist. Die Autos fahren jetzt sogar tanken. Nein. Und dadurch, weil sie jetzt natürlich tanken... Warte mal, muss ich hier tanken? Was wollen die jetzt von mir hier? Ich glaube, ich muss tanken. Wo soll ich hier tanken? Warte. Hier tanken, tanken, tanken. Wo soll ich... Was will der von mir? Ach nee, der will Luft getankt haben. Luft. Warte, hier ist die Luftpumpe. Luftpumpe, Leute. Oh Gott, jetzt wird es hier aber ganz schön... Ey, wir müssen jetzt hier die einzelnen Reifen aufpumpen. So, warte. Ja. Zack, zack, zack. Alle Reifen aufgepumpt. Oh, Gottes Willen, Leute. Das ist echt viel Arbeit hier. Das ist... Aber ich glaube... Yo, $741. Let's go. Okay, den müssen wir hier auch noch aufpumpen. Dann machen wir noch Licht an hier. Wo ist die Pumpe? Hier ist die Pumpe. Nächste Arbeit hier. Aufpumpen, Reifen aufpumpen. Study Buddy ist fleißig. Zack. Zack, 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 zack. Oh, wie viel Geld das bringt. Okay, ich sag euch ehrlich, Reifen aufpumpen ist auf jeden Fall die neue Meta. Das bringt richtig Kohle. Hier können wir erstmal nochmal ein bisschen Geld abholen. Und hier baue ich jetzt erstmal hier so eine Poller hin und so, dass es einfach ein bisschen besser aussieht mit unserer kombinierten... Oh, wir kriegen jetzt auch... Ey... 2,5 Sterne nur. 3 Sterne. Ey, die bewerten ja immer schlechter. Nichts beeindruckt die Wäsche, schien viele Bereiche meines Autos zu vergessen. Ey, was, ey? Was reden die? Die lügen doch, Freunde. Oh, da kommt wieder ein Kunde hier für unser Dings. Warte mal, haben wir... Ah, Edelsteine haben wir noch nicht genug. Okay. Was ist das da für ein Auto? Hä? Legendär? Was ist das für eine Karre, Leute? Das ist ein Comic-Car. Hä? Wie cool ist das denn? Ein Comic-Auto. Und hier können wir auch direkt weiterbauen. Let's go. Und der Seifen. Oh, Gottes Willen, Leute. Wir können auch Seife zusätzlich raufhauen. Boom, Seife. Let's go. Und jetzt haben wir hier so goldene Seife, die auf die Autos geht und die Autos noch sauberer macht. Guckt euch das an. Yo, yo, okay. $420 für so ein normales Auto. Und jetzt kommt hier, was kommt hier jetzt für ein Auto? Nochmal hier mit goldener Wäsche. Und oh, $500. Wir verdienen uns, ey, ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich sollte kein YouTube mehr machen. Wir sollten jetzt eine Autowaschanlage aufmachen. Das ist ja voll krass, wie viel man als Autowaschanlagenbesitzer verdienen kann. Das ist ja voll nice. Würdet ihr mit eurem Auto auch bei mir kommen? Und, oh Gott, was ist hier los? Was ist hier? Oh, der will tanken, der will tanken. Alles gut, wir tanken hier. Keine Panik auf der Titanic. Und zack, 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 zack. Und voll ist das Ding. So. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Und der will auch getankt haben, Leute. Kriegt er natürlich auch eine schöne Tankfüllung hier. Ey, das macht voll Spaß, ey. Ich sag euch ehrlich, so eine coole Tankstelle zu haben, die gut läuft, ist bestimmt auch nice. Sehr gut. Der hat auch sein ganzes Zeug bekommen. Hier kommt schon der nächste Kunde. Und der kommt hier auch. Ey, wie viel Geld wir machen. Das ist abnormal. So, was will der haben hier? Gerade frisch in der Waschanlage. Das ist natürlich auch eine gute Kombination, ne? Waschanlage mit, ja, mit hier so Tankstelle, Essensimbiss und so, wenn wir hier das komplett ausgebaut haben. Den haben wir auch fertig. Aber jetzt müssen wir erstmal hier weiteren Boden bauen. Und zwar hier wird jetzt unser Restaurant gebaut, Leute. Nämlich das Restaurant zur Goldenen Möwe, würde ich sagen, nennen wir das einfach. Let's go, das ist so günstig hier alles. Das ist so günstig. Okay, hier brauchen wir gleich Edelsteine. Obwohl, so viel paar Edelsteine haben wir noch. Monitor, Burgermaschine. Hier, zack, zack, zack. Wir brauchen noch einen Dingsmeister, einen Küchenmeister. Hier können wir noch ein bisschen Dekor, Menüschild. Okay, wir haben nicht mehr genug 6. Wir brauchen jetzt erstmal Level 6 quasi hier. Um, ey, das Geld, das... Junge, was ist das für ein krasser Eiswagen? $500 hat der uns gebracht. Let's go. Der bringt auch nochmal $500. Weiter. Erstmal, Leute, wir müssen die Waschanlage ausbauen. Weil für mich ist auch die Waschanlage mit das Wichtigste, weil hier die Autos natürlich automatisch durchfahren und wir müssen nichts machen. Wisst ihr, was ich meine? Oh, oh, hier sind wieder Kunden. Alles gut, Jungs, ich komme. Ich hoffe, die dürfen auch nicht so lange warten, weil ich denke mal, wenn die zu lange warten... werden die wahrscheinlich irgendwann unzufrieden sein. Der will tanken. Ey, da kommt ein Kunde, Leute. Hä, wer ist das denn? Schnell, nein. Oh Gott, ich hab zu wenig getankt. Ziele, was? Nein, ich habe zu wenig getankt, Leute. Das ist... Hallo.
Hallo, lieber Kunde. Was ist das denn hier? Es gibt hier noch was tanzender Pizzamann, Leute. Was, ich weiß nicht, was der macht, aber ich glaube, das ist gut. Guck mal an, dass der tanzende Pizzamann wird jetzt hier die Kunden anlocken. Ey, wir haben viel zu tun. Yo, wie soll ich das alles schaffen, Leute? Burger, 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 Burger. Ich brauche Mitarbeiter. Hier, nimm dein Burger, Kollege. Wie viel Geld mache ich überhaupt mit den Burgern? Burger, 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 Burger. So, was macht der jetzt hier an Kohle? Ah, da bekomme ich Diamanten für. Okay, das ist eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Aber ich bräuchte hier, wie teuer ist denn hier Maschinenzähler? Ich bräuchte hier, drücke die Taste, um die Maschinen zu beschleunigen. Okay. Ah, ich kann auch so einen Burger machen. Das ist auch cool. Also man hat hier zwei Möglichkeiten, Burger zu machen. Einmal so oder anders. So, will noch jemand einen Burger? Nee, ich glaube, da will keiner einen Burger. Gut, dann lassen wir den erstmal liegen. Hier können wir aber den Eingang noch ein bisschen besser ausbauen. Aua, ey, der wollte mich anfahren. Aber das wird ganz schön stressig, sage ich euch. Also wir machen da drin einen Burger, bedienen die Kunden, aber wir haben jetzt dafür extrem viel Geld. Und das heißt, wir können die Waschanlage weiter ausbauen. Ey, der hat uns nur 2 Sterne gegeben. Du bekommst, wofür du bezahlst. Denke ich, das Auto war schmutzig und nicht gut poliert. Ist egal, Hauptsache der gibt 2. Oh, guck mal hier. Junge, wie viele Bewertungen wir schon haben. Aber die geben immer noch so schlechte Bewertungen, obwohl ich eigentlich hier schon gut aufgerüstet habe. Das kommt hier noch rein, das kommt, guck mal hier, was ist das denn? Also jetzt können die nichts mehr sagen, Leute. Jetzt werden die Autos... Ey, wieder nur 2 Sterne. Was sagt der denn? Du bekommst, wofür du bezahlst. Ja, natürlich bekommst du für das, was du bezahlst. Was meckert der denn rum? Wir haben jetzt immer noch 3,5 Sterne, ist unsere komplette Bewertung. Ich hoffe, kleiner Boost, Leute. Oh, das ist hier ein kleiner Boost. Da haben wir jetzt hier so ein Werbeschild für unsere Tankstelle. Das, oh Gott, da drinnen sind so viele Kunden. Guck mal, was ist das denn für einer? Der sieht ja übelst heftig aus. Jungs, ich komme. Ich komme. So, okay. Was, achso, ich soll einfach nur drücken. Okay. Drück. Zack. Hier, bitteschön. Ein Burger für dich. So, zack. Hier soll ich die Dinger treffen. Boom, 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 boom. Burger ist fertig. Bitteschön. So, ich hoffe, Ihnen schmeckt es. Und dadurch haben wir jetzt auch natürlich viel, viel mehr Edelsteine. Hotdog-Maschine, Kühlschrank. Yo, was ist denn hier? Pizzamaschine? Ey, ich kaufe die einfach mal. Wir bieten Hotdog? Was ist das für eine krasse Tankstelle, die wir haben? Ich check's bis heute nicht, Leute. Das ist wirklich eine krasse Tankstelle. Also, so eine heftige Tankstelle habe ich ja noch nirgendwo gesehen. Hier noch ein Menüschild, können wir auch noch nicht bauen, weil wir erst Level 6 werden müssen. Okay, wir nehmen jetzt hier weiter das Geld mit. Boom. Dann werde ich hier vorne die Bäume ausbauen. Weil das sieht auch erstmal sehr schön aus. Und es lockt natürlich auch ein paar mehr Kunden an, wenn das hier schön aussieht. So, guckt euch das an. Die Kunden hier sprengen jetzt hier meinen Laden. 8 Edelsteine hier. Den Eingang haben wir jetzt komplett fertig. Boah, das kostet 150 Edelsteine. Großer Boost. Neonschild. Okay, das ist heftig. Wir müssen jetzt ein bisschen beeilen, weil draußen warten gerade schon wieder an der Tankstelle. Ich habe es gesehen, Leute. Warten gerade auch wieder ein paar Kunden. Ich finde ein bisschen schade, dass wir hier nicht automatisch irgendwie Leute einstellen können. Das wäre auf jeden Fall doch 1000 Mal besser. Die hier noch für mich arbeiten, ne? Der will einen Hotdog! Och nee, der will einen Hotdog. Das ist mein erster Hotdog. Das ist Pizza. Nein, oh, ich habe es falsch gemacht, Leute. Das ist Pizza. Pizza will der ja auch nicht. Der will einen Hotdog haben. Okay, Hotdog. Kriegt der und da ist es fertig. Fertig. Hier einmal ein Hotdog, der will einen Burger. Okay, schnell drücken, Leute. Autoklicker, Autoklicker, Autoklicker. Die sollen mal ein paar mehr Juwelen rausrücken. Ich sag euch ehrlich, viel zu wenig, was die rausdroppen. Aber es wird. Oh, ich komme hier gar nicht hinterher. Ich komme gar nicht hinterher mehr. Zack. Boom. Ach! Oh mein Gott, Leute, ich mache einen Fehler. Ich muss den roten Marker erwischen. Aber okay, das ist einfach, weil das ist ganz voll. Ja, fast erwischt, Leute. Und wenn ich den roten Marker erwische, gibt es doch mal ein bisschen mehr Geld. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich glaube, der Unterschied ist da jetzt nicht zu krass. 6.000 Dollar bekommen. Oh, lieber Oli. Wenn wir hier erstmal vorne alles bauen. Zack. Und dann können wir direkt nochmal Geld abholen. So, sehr gut. Yo, hier ist doch mal dieses legendäre Auto. Das wird auch nochmal einen guten Boost geben. Und der Typ möchte eine Tankfüllung und Reifen aufgepumpt. So.
Und noch ein bisschen. Okay, das sah ganz gut aus, Leute. Fast perfekt sogar. Boah, ich bin jetzt gespannt, was der bezahlen muss. Guck mal hier. Der Typ zahlt jetzt $1.300. Der hat hier einmal Komplettpaket bei uns gebucht. Ich glaube, das war ein sehr, sehr reicher Typ. Ich sag's euch ehrlich. Der war safe ultra rich. Und was möchte der Herr hier? Was möchten Sie? Einmal tanken. Okay. Machen wir bis zum roten Kreis. Oh, das war zu wenig. Bisschen zu wenig Dings war es gewesen. Zu wenig Dings hier. Aber egal, Leute. Ist nicht schlimm. Wir machen jetzt erstmal Pizza. Und oh Gott, ich habe so viele neue Bewertungen. Oh Gott, wir haben richtig viele neue Bewertungen. Noch eine Pizza. Hier, guckt euch das an. Aber alles immer noch schlechte Bewertungen. Ey, wieso sind die so zu mir? Ey, Eismaschine und Kuchenmaschine hier. Und der will eine Pizza haben. Um wie viel soll ich mich denn noch kümmern? Ich kann doch hier nicht alles anbieten bei mir im Laden. Und fertig. So, zack, Pizza. Bitte. Und ey, ist das nicht Brox, Leute? Das sieht aus wie Brox, Leute. So, zack, 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 zack. Bitteschön. Einmal das hier. Und wir haben natürlich dadurch noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte gemacht. Hier nochmal das hier. Menütafel kann ich jetzt endlich bauen. Stuhl, Stuhl. Die sollen sich hier auch mal hinsetzen, so ein bisschen, finde ich, ne? Hier auch nochmal. Oh, das Restaurant sieht sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Also ich bin damit schon ziemlich zufrieden. Der will nicht so viel tanken. Oh, genau auf dem roten. Ah, ein bisschen mehr habe ich getankt. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Aber wir... Ey, der hat uns... Warte mal, der hat uns 3,5 Sterne gegeben. Super fast Service. Ja, ich sag euch ehrlich. Bei uns wird der Service groß geschrieben. Ach, ich habe immer die Sterne falsch gelesen, glaube ich. Guck mal, der gibt uns auch 3,5 Sterne. Die Bewertungen werden immer besser. So soll es sein. Hier kommt noch ein Ventilator rein. Okay, okay, okay. Jetzt muss der aber ordentlich hier. Also eine Wäsche $700. Ey, aber ich frag mich, wo die Leute das ganze Geld her haben, dass die sich bei mir hier in der Autowaschanlage irgendwas leisten können. Das ist doch schon... So, den noch schnell mal einmal bedienen hier. Kurz noch tanken. Und das müsste reichen. Er will nur ein bisschen haben. Okay, wir haben ein bisschen zu viel getankt. Ist nicht schlimm. War ungefähr in der Nähe. Und die, oh, Gottes Willen. Der Laden ist schon wieder dicht. Neuer Hotdogs mache hier. Ich komme gar nicht mehr aus dem Schwitzen raus. Ich bin hier nur noch am Schwitzen, Leute. Aber das Gute ist, es gibt Erfahrungspunkte, wenn wir die hier bedienen. Nochmal Pizza. So, machen wir nochmal eine Pizza hier. Bam, 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 bam. Eine Pizza gemacht, Leute. Nimm hier die Pizza, Kollege. Und der will auch nochmal eine Pizza haben. Kriegt der. Und nochmal hier schnell klicken, 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 klicken. Leute, ich würde sagen, das war's gewesen vom Simulator. Wenn ihr Bock habt, dass wir die Tankstelle weit... Hey, da kommt Amir. Hä? Amir kommt in mein Autohaus. Wie cool ist das denn? Wenn ihr Bock habt, Leute, dass wir die Tankstelle noch weiter ausbauen und noch krasser machen, dann schreibt es mal gerne unten in die Kommentare rein. Dann würde ich den Tycoon auf jeden Fall noch mehr spielen. Und hier... Oh, guck mal, das Auto bringt 1.300. Würde ich es hier auf jeden Fall alles noch ein bisschen weiter ausbauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Das war's gewesen. Lasst ein Like und ein Abo da. Supportet Stadi Bandi. Tschüss.